Mein Kleidungssystem besteht aus Baselayer, Socken, Wanderhose, Schuhe, Midlayer, Sonnenbrille, Kopfbedeckung und wenn es kalt wird, dann kommen eine Isolationsjacke, eine Mütze und eventuell leichte Handschuhe zum Einsatz. Bei Regen verwende ich eine Regenjacke, einen Regenrock und einen Regenschirm. Als Wechselbekleidung nehme ich ein frisches T-Shirt mit. Die einzelnen Kleidungsschichten ermöglichen dir eine bessere und genauere Temperaturregulierung. Es ist fast immer besser, zwei dünne Schichten zu verwenden als eine dicke. So wirst du weniger schwitzen und kannst auch bei wechselnden Bedingungen deine Kleidung perfekt anpassen. Atmungsaktive und schnell trocknende Materialien wie Kunstfaser und Merinowolle sind natürlich ein Vorteil. Aber wenn du keine Lust hast, dir irgendwelche neue Kleidung zu kaufen, dann kannst du natürlich auch in einem stinknormalen Baumwoll-Shirt wandern gehen. Das ist zwar nicht optimal, aber das geht natürlich genauso und du musst dir nicht zwingend neue Kleidung kaufen. Ich unterscheide zwischen Kleidung, die während dem Wandern getragen wird, Isolationsbekleidung, die nur bei wenig Bewegung getragen wird, Regenbekleidung und Wechselbekleidung. Kleidung, die während des Wanderns getragen wird, sind zum Beispiel der Baselayer, der Midlayer und die Wanderhose. Diese Schichten sollten atmungsaktiv sein und Feuchtigkeit nach außen hin abgeben. Isolationskleidung sind Dinge wie eine Isolationsjacke oder eine Mütze. Kleidung, die du dann anziehst, wenn du Pause machst oder am Gipfel angekommen bist. Also immer dann, wenn du nicht mehr so viel in Bewegung bist. Diese Kleidungsschichten sind nicht wirklich atmungsaktiv und haben einzig eine Aufgabe, und zwar die Körperwärme zu isolieren. Zusätzlich dazu schauen wir uns noch die Regenbekleidung an. Jetzt zeige ich dir jede einzelne Schicht, die ich verwende, und stelle dir ein paar konkrete Beispiele und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten vor. Meine Basisschicht besteht je nach Temperatur und Jahreszeit fast immer aus einem kurzen T-Shirt, meist aus Kunstfaser oder Merinowolle. Oder einem dünnen Langarm-Shirt, das ist entweder so etwas wie dieser Half-Zip, oder ein Sun-Hoodie, der noch zusätzlich mehr Sonnenschutz bietet. Du kannst jetzt entweder nur das T-Shirt oder nur das Longsleeve tragen, oder du kannst diese beiden Schichten natürlich auch kombinieren und das Longsleeve über dem T-Shirt tragen. Eine Alternative zum Longsleeve wäre noch das klassische Wanderhemd, oder du kannst dir das Longsleeve komplett sparen und das T-Shirt mit leichten Armlingen kombinieren. So kannst du sehr schnell und unkompliziert auf die Temperaturen und die Sonneneinstrahlung reagieren. Meine konkreten Empfehlungen verlinke ich unter dem Video. Der Midlayer wird über dem Baselayer getragen und kommt immer dann zum Einsatz, wenn es etwas kälter wird. Der Midlayer kann auch während des Wanderns getragen werden und das bedeutet, er sollte unbedingt atmungsaktiv sein. Er darf nicht zu warm und nicht zu dick sein, weil du sonst schnell zu schwitzen anfängst. Ich persönlich verwende hier meist ein leichtes und atmungsaktives Vlies. Das könnten solche Half-Zip-Varianten sein, das können aber auch leichte Vliesjacken sein. Das Vlies selbst kann aus dem günstigeren klassischen Vlies sein oder aus dem leider deutlich teureren, dafür aber auch leichteren und atmungsaktiveren Vlies mit dieser aufgerauten Waffelstruktur. Diese teuren Vlies sind nice to have, aber auch die günstigen Vlies funktionieren einwandfrei. Als Alternative sind auch noch Softshell-Jacken möglich. Diese sind wasserabweisend und bieten einen besseren Wetterschutz, sind aber meist nicht so atmungsaktiv wie ein Vlies. Im Sommer bei gutem Wetter würde ich immer zum Vlies tendieren. Im Herbst bei unbeständigem Wetter kann auch die Softshell-Jacke ein Vorteil sein. Die Wanderhose ist je nach Jahreszeit entweder eine leichte kurze oder eine leichte lange Hose. Wichtig ist, schnell trocknend, leicht, atmungsaktiv, elastisch und bequem. Als Alternativen gibt es sogenannte Zip-Off-Hosen, bei denen die Beinenden abgetrennt werden können. Ich habe leider noch keine Zip-Off-Hose gefunden, die mir wirklich passt. Deshalb kremple ich meine lange Hose bei Bedarf einfach hoch. Oder du verwendest eine kurze Hose in Kombination mit sogenannten Beinlingen. Auch das funktioniert vor allem im Sommer wirklich sehr gut. Wenn das Video soweit hilfreich war, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Danke. Ich verwende Zehensocken. Die sind zwar etwas teurer und nicht so langlebig, aber dafür extrem bequem und ich bekomme damit keine Blasen, auch nicht zwischen den Zehen. Ansonsten würde ich ganz einfache Wandersocken empfehlen. Ich persönlich nehme lieber dünnere und atmungsaktivere Socken als dicke und gut gepolsterte. Je nach Tour bin ich entweder mit Trailrunning-Schuhen, gut profilierten Barfußschuhen oder leichten Wanderschuhen unterwegs. Ich bin kein Fan von schweren und klobigen Wander- oder Bergschuhen. Meine Kopfbedeckung besteht entweder aus einer leichten Basecap oder einem Sonnenhut. Der Sonnenhut sollte leicht sein und für windige Abschnitte gut befestigt werden können. Auch eine Sonnenbrille ist zum Wandern aufgrund der extra starken Sonneneinstrahlung absolut empfehlenswert. Eine echte Isolationsjacke ist nicht immer notwendig und für eine Tageswanderung bei stabiler Wetterlage reicht oft auch eine gute Vlies- oder Softshelljacke als Isolationsschicht vollkommen aus. Bei kühleren Temperaturen oder auch bei mehrtägigen Hüttenwanderungen ist so eine Jacke aber immer mit dabei.
Ob Kunstfaser oder Daune ist egal, Hauptsache die Jacke ist warm, leicht und lässt sich klein verpacken. Je nach Jahreszeit und Tour können auch noch eine leichte Mütze und leichte Handschuhe mit ins Gepäck. Eine gute Alternative zur Mütze ist das sogenannte Schlauchtuch. Das kann sowohl als Mütze als auch als Halstuch verwendet werden. Meine Regenbekleidung besteht aus einer Regenjacke, einem Regenrock und einem Regenschirm. Alternativ kannst du statt dem Regenrock auch eine Regenhose verwenden. Der Regenrock hat halt die Vorteile, dass er erstens schneller angezogen ist und zweitens deutlich atmungsaktiver ist als eine Regenhose. Mit dieser Kombination ist keine super robuste Hardshelljacke notwendig, sondern eine einfache und leichte Regenjacke reicht vollkommen aus. Den Schirm könntest du theoretisch auch weglassen, dann landet der Regen aber wieder direkt auf deinem Körper und spätestens nach einer Stunde im Regen würdest du dir wünschen, du hättest den Schirm doch lieber mitgenommen. Außerdem hält der Schirm auch den Rückenteil deines Rucksacks trocken. Beim Wandern ist es wichtig, einen sehr windstabilen Schirm zu haben. Bei extremen Windböen hilft dir aber auch das nichts mehr und du musst bei solchen Situationen zumindest vorübergehend auf den Schirm verzichten. Sobald der gröbste Sturm vorbei ist, kommt der Schirm wieder zum Einsatz. Auch ein Poncho wäre noch eine mögliche Alternative. Ich persönlich bin kein Fan davon, aber für viele funktioniert der Poncho besser als alles andere. Vor allem in den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen, deshalb sollte im Zweifelsfall die Regenausrüstung immer mit dabei sein. Bevor du dir irgendeine neue Ausrüstung kaufst, schau, was du bereits hast und auch wenn deine Kleidung nicht mehr dem neuesten Stand entspricht, dann reicht das für eine Tageswanderung meist vollkommen aus. Und du musst dir auf keinen Fall neue Ausrüstung kaufen. Mehr Tipps zum Thema Wandern findest du in diesen Videos. Alles Gute und bis bald.